Es begann mit einem Lied. Es schallte durch das gesamte Universum in dem Moment, als der Urknall ertönt war, und es dauerte Jahrhunderte. Es handelte von etwas so Schönem, dass nichts und niemand es hätte aushalten können. Als es schließlich leiser wurde und aufhörte, war ein Kind geboren. Ich halte hier einfach mein eigenes Buch in Händen, das ich im Rahmen vom Young Storyteller Award von Story One und Thalia geschrieben habe und das man tatsächlich sogar in der Thalia-Filiale in Hamburg vor Ort kaufen kann. Also falls jemand von euch in Hamburg wohnt, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Jenes neue Geräusch, das sich so elegant mit der lauen Märzluft vermischt, ist Gesang. Kein Perfekter, der jeden Ton trifft und einem Musiklehrer gefallen würde, nein. Philipp ist nur verblüfft ob der Magie, die dieser Musik innewohnt. Jedes Kapitel in diesem Buch beschreibt einen Monat, eine Jahreszeit, eine Stimmung, eine Atmosphäre, die am besten direkt von meinem Kopf in euren Kopf ein Bild zeichnet und euch direkt in diese Situation, in diese Atmosphäre reinversetzt und euch einfach mal diese Jahreszeiten wieder fühlen lässt. Er zieht sein Messer und sticht auf das Monster ein. Er hat mit einem Mal eine unfassbare Wut auf dieses schemenhafte Ungeheuer, das hier im See schwimmt und sich einfach nimmt, was es will. Wir begleiten in diesem Buch von Januar bis Dezember eine Familie. Eine Familie, der direkt am Anfang ein schwerer Schicksalsschlag widerfährt, mit dem alle Familienmitglieder ganz unterschiedlich umgehen. Und wir befinden uns deswegen sehr viel in der Gefühlswelt von diesen Figuren. Und über allem und zwischen allem schwebt dieses mysteriöse Phönixkind, das, wie ich mir habe sagen lassen von einigen Testlesern, schon sehr zum Grübeln veranlasst.